Ja, wir haben eben eine ganz hervorragende Einschätzung getroffen. Es gab noch ein kleines Problem, das Mikro war nicht eingeschaltet. Also Thomas Morgenstern ist Weltmeister, Kalle Lepisto ist der Kameramann, unser finnischer Kollege. Ich bin besonders happy, weil nämlich Thomas Morgenstern am 30. März bei mir zu Gast ist in meiner Talkshow in Berlin. Das ist ein Ding, das ist ein Näschen, ne? Ja, super, Dirk. Also anders hätte man es nicht planen können. Hast du den Fixpreis ausgemacht oder musst du jetzt nochmal nachverhandeln, nochmal was nachlegen? Bin ich ein Bayer, der auf der Brennsuppe daher geschwommen ist? Nee, dein Bayerisch ist zwar nicht so gut, aber ich glaube eher nicht, oder? Bin ich eigentlich auch dabei? Bin ich auch eingeladen? Oder? Ja, du bist automatisch dabei. So. Für dich gebe ich sogar das Hotel noch aus. Oh, na, sensationell. Also dann darf ich auch beiwohnen. So, also Spaß beiseite. Der erste WM-Titel bei den Herren ist vergeben. Thomas Morgenstern vor Andreas Kofler und Adam Malisch. Irgendwo keine Überraschung. Es setzen sich die Besten durch, das ist nicht mehr neu und das ist auch gut so. Ja, also muss man sagen, der Mann des Jahres, Thomas Morgenstern, gewinnt die Vierschanzentournee, Gesamtweltcup hat er schon gewonnen, jetzt ist er auch Weltmeister, vielleicht wäre es auch geworden 2009 schon, da ist er allerdings gestürzt in dem Wettkampf, jetzt hat er sich durchgesetzt, eindrucksvoll, du sagst keine Neuigkeiten so auf dem Podest, ich hatte nicht unbedingt den Andreas Kofler auf dem Podest gehabt, nach den Trainingsleistungen, natürlich nach den Leistungen der Saison, muss man ihn immer rechnen. Das habe ich ihm vor dem Wettkampf gesagt. Ach so, okay, jetzt müssen wir aber nochmal fragen. Die Reaktion. Jetzt müssen wir aber nochmal fragen, du hast ja auch während des Wettkampfes gesagt, Simon Ammann war in der Casa Italia gewesen, wo auch ein Andreas Küttel vorher war, 2009 in Liberec und der ist dann Weltmeister geworden. Also die Vorbereitung hat mal nicht so funktioniert, oder? Na gut, das war ja die Casa Trentino, aber es macht nichts, ja, er ist Vierter geworden hier, aber er wird trotzdem das nächste Mal nicht rausgeschmissen, wenn er kommt. Nein, auf gar keinen Fall. Und noch eine Top-News haben wir von Kalle Lepisto eben erfahren, er hat mit seinem Papa telefoniert, dem Hanno Lepisto, der ja Trainer von Adam Malisch ist und er sagt, lieber Dritter als Vierter. Das ist nämlich ein ganz großer Unterschied. Ja. Super. Sieht möglicherweise Simon Ammann genauso. Aber bevor wir uns verabschieden, ich hätte da noch eine Frage zur Mannschaft morgen. Ja, die wollte ich dir doch eigentlich stellen. Vor allen Dingen aus deutscher Sicht. Vor allen Dingen aus deutscher Sicht. Ich meine, wir stellen ja immer, du bist ja bekannt dafür, dass du das Team nominierst oder die Teams nominierst. Mhm. Egal, wenn jemand Fragen hat, du stellst ja auf. Ja. Ich unterschreibe das meistens mit. Ja. Und was würdest du denn machen? Also drei Deutsche sind fest, klar. Severin Freund, Siebter, Michael Uhrmann, Elfter. Und Martin Schmidt auch in den Top 15, die stehen. Pascal Bodmer. Wen würdest du einsetzen morgen? Michael Neumeier, Pascal Bodmer oder vielleicht Richard Freitag? Richtig. Ich würde den letzten einsetzen. Ich bin zwar nicht so sicher, ob der Bundestrainer mir folgt, meine Überlegungen, aber Pascal ist mir ein bisschen unsicherer Kantonist. Und ob sich Michael Neumeier über Nacht erholt. Und ich habe die Sprünge von Richard Freitag gesehen, der war ziemlich stabil. Ich würde den Ritchie aufstellen. Gut, dann warten wir es mal ab. Morgen 15 Uhr werden wir sehen, ob Richard Freitag dabei ist oder Michael Neumeier oder vielleicht auch am Pascal Bodmer deutschen Team. Und wer für die anderen Teams springt, also wir beiden natürlich wieder am Mikrofon. 15 Uhr Team springen, kleine Chanceentscheidung mit Dirk Thiele und? Mit Gerd Siegmund. Leider. Es geht nicht anders. Wie leider? Dirk, weißt du, wie hoch es da hinten ist? Also noch einen Schritt zurück und dann